Heute sind wir auf dem Friedhof in Hohenwutzen, gleich an der Oder, also an der Grenze zu Polen. Die müsste dort hinten in der Richtung sein. Und sind auf einer Kriegsgräberstätte für Gefallene des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Diese Säule hier wurde errichtet für die Gefallenen aus Hohenwutzen. Ja, da ist so ein Helm, der Stahlhelm, oben so eine Säule. Und da ist zu lesen, ihrem im Weltkrieg 1914 bis 1918 gefallenen Soldaten in Dankbarkeit die Gemeinde Hohenwutzen. Ja, das ist ja der Stein. Und um diese Säule herum befinden sich dann Gräber, einzelne Grabsteine. Die, und das ist eine kleine Besonderheit, eben nicht nur Namen und das Gefallenendatum wiedergeben, sondern auch den Dienstrang und sogar den Ort, wo diese Soldaten gefallen sind. Ich habe jetzt hier 26 gezählt. Natürlich auch dokumentiert, fotografiert. Und die Daten und Namen werden dann für euch veröffentlicht, sodass ihr diese dann mit euren eigenen Forschungen abgleichen könnt. Mal sehen. So, auf der Säule ist noch eine Einkerbung zu sehen. Demnach ist das ist der Stein erbaut 1922 von einem Frank aus FRW, also Freienwalde, heute Bad Freienwalde. Martin Südow, Infanterieregiment 409, im Rang Wehrmann, gefallen am 19.10.1918. Grenadier Franz Klinkert, Grenadierregiment Nummer 2, gefallen am 15. März 1915. So, Ersatzreservist, wenn ich es richtig gelesen habe. Friedrich Bölke, Landwehrinfanterieregiment 48, gefallen am 18. März 1915. Gefreiter Robert Fischer, Marineinfanterieregiment 1, gefallen am 6. August 1918. Gefreiter Franz Quasdorf, Infanterieregiment 359, gefallen 11. Juni 1918. Reservist Hermann Richmann, Reserveinfanterieregiment 204, gefallen am 28. April 1915. Pionier Otto Haberland, Pionier Bataillon 28, gefallen am 17.09.1914. Musketier Wilhelm Diehl, Infanterieregiment 58, gefallen am 9. Mai 1915. Gefreiter Wilhelm Dürrenfeld, gefallen 22. April 1918. Der Landsturmmann Gustav Kamm, Landwehrinfanterieregiment 2, gefallen am 23. Dezember 1917. Pionier Karl Webb, Pionierregiment 35, gefallen 17. Juni 1915.
Reservist Arnold Perle, würde ich lesen. Gefallen 3. April 1919. Pionier Erich Gettel. Pionierbataillon 28, gefallen 13. September 1917. Musketier Erich Gesche, Infanterieregiment 45, gefallen 19. August 1915. Musketier Paul Müller, Feldrekrutendepot 5, 5. Infanterieregiment, gestorben Kriegslazarett 8. Gefreiter Paul Tiesegang, würde ich jetzt erst einmal lesen, Infanterieregiment 68, gefallen 28. Juli 1917. Musketier Franz Haberland, Infanterieregiment 43, gefallen 22. August 1916. Wehrmann August Obitz, Infanterieregiment 148, gefallen 15. September 1915. Pionier Fritz Pilgermann, gefallen am 11. Juni 1917. Musketier Karl Fehmann, Reserveinfanterieregiment 207, gefallen am 20. Oktober 1916. Grenadier August Knoblauch, Grenadierregiment 3, gestorben 28. September 1915. Landsturmmann Hermann Metzger, Infanterieregiment 43, gefallen am 25. Oktober 1915. Ja, etwas schwerer zu lesen. Wilhelm Beitler lese ich. Infanterieregiment 35, gefallen am 12. Mai 1917. Musketier Bernhard Keseler, Infanterieregiment 149, gefallen am 31. Oktober 1915. Musketier Wilhelm Haberland, Infanterieregiment 48, gefallen 4. März 1916. Musketier Wilhelm Zech, gefallen am 30. März 1917. Musketier Wilhelm Köpke, Infanterieregiment 45, gefallen am 29. Dezember 1916. Albert Dürrenfeld, Infanterieregiment 2, gefallen am 18. Dezember 1916. Ersatzreservist Friedrich Schumacher, Infanterieregiment 20, gefallen am 18. März 1916. Leutnant der Reserve Johannes Buchholz, Reserve Infanterieregiment 206, gefallen am 23. Oktober 1916. Gefreiter Karl Rüthling, Infanterieregiment 48, gefallen am 6. April 1916. Gleich bei der Kriegsgräberstätte für Gefallene des Ersten Weltkrieges befindet sich etwas neumodern eine Stätte für Gefallene des Zweiten Weltkrieges sowie ein großes Kreuz für Unbekannte Opfer, also namenlose
Wir haben hier den Maat Walter Stein. Daneben den Stabsmatrosen Helmut Holler. Unteroffizier Wilhelm Ohnrich. Oberleutnant Otto Schraps. Obergefreiter Franz Schmitz. Ja, den Dienstrang kenne ich nicht. O. Masch. Otto Wente. Gefreiter Horst Hohn. Unteroffizier Alfred Franke. Und Obergefreiter Oskar Hohlmeier. So, hier nochmal in Gänze. Die Kreuzreihe. Neun insgesamt, wenn ich mich nicht verzählt habe. In Hohenwutzen.